länger zieht, kann ich nicht versprechen, weil mir das Spiel zu sehr gefällt. Also von daher, ja. Müssen wir mal gucken. Also will ich erstmal gucken, wo wir denn noch... Das ist immer ein bisschen schwierig. Vor allem hier zu entscheiden, was ist jetzt Hauptstory, was nicht. Also für mich ist es halt so, dass wir hier wirklich alles befreien müssen, bevor wir halt weitergehen. Weil später... Das zweite Gebiet ist ja dann Toyotama und später dann Kamiyagata. Aber aktuell sind wir noch in Tsuhara unterwegs. Wir haben ja nur 11 von 24 befreit. Ich würde sagen... Ja, das haben wir ja alles abgeschlossen. Ich glaube, hier unten sind wir relativ gut durch. Legende von Tadayori. Das wäre natürlich noch eine Option. Und das hier. Banditen stehlen Nahrung von den Leuten in Tsutsu. Wenn ich diese Kriminellen nicht aufhalte, werden... Ja. Dann machen wir das doch. So. Gut. Gusto of Tsushima. Onto. Onto. Ah, das ist eine Laterne, ne? Muss ich erstmal wieder... Hab zumindest genug Pfeile. Könnte natürlich unser Sora rufen. Aber für 150 Meter. Ich glaube generell soll das Spiel nicht so... schnell sein. Die Frage ist jetzt nur, gehen wir da in ein Banditenlager oder... Oh nein, was ist los, gute Frau? Mein Hut ist kaputt. Was ist passiert? Banditen, mein Herr, sie haben mein Essen geraubt. Wirklich alles. Wohin sind sie weitergezogen? Nach Nordosten, in die Wälder. Wenn ich sie finde, werden sie für den Raub büßen. Bitte tut ihnen nichts. Sie sind so verzweifelt wie ich. Ich verspreche nichts. Ist ja lieb. Normalerweise hätte ich jetzt ahnen können, macht sie fertig, ich raube mir mal Essen. Aber die hat scheint doch, hat doch Nächstenliebe drin, finde ich super. Aber wir müssen ihnen trotzdem eine Lektion erteilen. Reise nach Nordwesten. Ja, das ist schön. Ich habe halt keinen Kompass oder so. Nur die Karte. Ja, so eine Minimap oder zumindest so ein Himmelskreuz wäre schon ganz cool. Suche nach dem Banditen. Lass mich raten, ich muss doch hier wieder irgendwelche Fußspuren. Das ist bestimmt dort hinten. Das Essen ist fast aufgebraucht. Das ist der letzte Mais. Shinzo hat auf dem Weg eine alte Frau gesehen. Er meint, die hat Essen. Ich soll denen doch nichts tun, warum kann ich das nicht? Suche nach dem gestohlenen Essen. Vielleicht kann ich das auch so machen, ohne sie zu killen, aber ich will es eigentlich nicht. Die werden der Dame wieder das Essen klauen. Das ist bestimmt hier. Muss ich nur gucken, dass sie mich nicht sehen. Und das bestimmt auch heimlich machen. Ich weiß, da war etwas. Ich komme mit. Ach Quatsch, da war nichts. Ich dachte, ich hätte was gehört. Ihr habt eindeutig genug getrunken. Ups. Ja, ins Feuer zu laufen nachts, wenn man auf versteckter Mission ist, ist jetzt nicht so optimal. Aber das muss doch hier sein. Hier ist doch das Lager der Banditen.
Jetzt lauf weiter, ich mach doch nix. Wo könnte das gestohlene Essen von denen sein? Wo könnte das sein? Leere Körbe. Was damit was zu tun hat? Und auf weiter. Hab mich wohl getäuscht. Hier ist halt alles nichts, ne? Fuck. Ich glaube, da vorne ist etwas. Mal sehen. Nichts zu sehen. Kommt raus! Ja, wie wollen wir das denn machen? Wollen wir sie alle abschlachten und einfach durchrennen? Oder wollen wir es wirklich so machen, wie wir es jetzt machen? Und so ein bisschen... ein bisschen schlau machen. Muss ich nur gucken... Weiß, das ist wohl das geraubte Essen. Gib der Frau den Reis zurück. Okay, das hat besser geklappt als gedacht. Oh nein. Waren das die Banditen? Oh, wie mies. Einfach da aufgehängt, diese Lappen. Normalerweise müsste ich sie alle abschlachten. Auf der anderen Seite, ja, Banditen, ich sag's mal so, ich hab lieber ein paar Banditen, die uns vielleicht noch ein bisschen gegen die Mongolen helfen können, als alles hirnlos abgeschlachtet. Das sind doch wieder Mongolen. Das sieht doch danach aus. Fuck. Wir haben doch da schon wieder einen Gefangenen. Ups. Entschuldige, Pferdchen. Oh Mann, immer diese Speere. Das ist so echt mein Nemesis. Ach Mann. Wo sind die jetzt hin? Weg. Na gut. Erst schleichen und dann tötet die doch. Justin, was denn jetzt? Da muss ich doch so ein bisschen entscheiden. Ich weiß nicht, warum mein Controller jetzt vibriert wie so ein Bekloppter, aber okay. Töten, wenn die Leute aufhängen. Ja, man weiß halt nicht, ob das die Banditen waren oder ob es die Mongolen gewesen sind, weil Leute aufhängen ist eigentlich eher was ich den Mongolen zusprechen würde hier in dem Spiel. Ich habe euer Essen. Reis. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt Reis hatte. Wurde er euch nicht gestohlen? Bitte, Verzeiht mir. Ihr habt mich angelogen. In solchen Zeiten verdienen Banditen nichts zu essen. Außerdem bat ich euch, ihnen nichts zu tun. Musste ich zum Glück auch nicht. Oh, vielen Dank. Ihr hättet nicht lügen sollen. Ich hätte euch auch so geholfen. Ich tue es nicht wieder. Versprochen. Eigentlich ganz glücklich, dass ich denen nichts getan habe, weil die Olle mich echt angelogen hat. Aber gut, auf der anderen Seite, sie hatte halt Hunger, ne? Das ist immer so wieder so eine Sache. Also, wer richtig Hunger hat, macht Sachen, auf die er nicht stolz ist. Das ist einfach so, das weiß ich. Das kann ich nachvollziehen.
schon eine lange Zeit her. Aber in der Grundschulzeit war das dann öfters schon mal der Fall. Also von daher kann ich es echt nachvollziehen, was das angeht. Ich habe auch harte Zeiten hinter mir, okay? So, das war jetzt nicht unbedingt eine super Quest. Gehen wir aber mal hier lang. Vielleicht ist das ja was. So, Sora. Gutes Mädchen. Müsst schon in dieser Richtung sein. Okay. Die Landschaft ist auch einfach zu schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte da jetzt keine Lust, irgendwie hier überall durchzurushen, nur um irgendwie die Story schnell durchzupetzen. Habe ich da gerade mit meiner Sora Reh umgeritten? Okay. Warte mal, ist das jetzt mongolisches Gebiet? So, wunderbar. Jetzt muss ich nochmal mit den verschiedenen Kampfstil immer so ein bisschen mich mit anfreunden. Super. Okay, Rauchbombe ist voll. Sieht aber eigentlich ganz... Pokémon Go ist jetzt ein Kampfevent für 4 Tage, also mehr Kampf-Pokémon. Ah, okay. Ja, da muss ich eigentlich auch nochmal gleich wieder reinklotzen. Ah, da vorne steht einer mit einem riesen Rückenschild. Ich glaube nicht, dass ich den einfach platt kriege. Natürlich der, der mich jetzt da oben sieht. Gezeigt, dass ich das mit dem Bogen mag. Boah, das ist aber ein Maululappen. Herrlich. So, ich kann, wenn es die Entfernung zulässt, das Freundschaftslevel höher ist, vielleicht Pokémon Legis auftauchen lassen. Wo ist da noch so ein Bogen? Draußen. Was machst du denn da draußen, du Lümmel? Du hörst mich doch eh nicht. Alter, ich habe 5 Fähigkeitspunkte. Habe ich beim letzten Mal nicht gespeichert? Ach, Legis in Pokémon Go tauschen. Okay, das meinst du. Verstehe. Techniken. So, Kampfhaltung. Geisteshaltung. Pfeil und Bogen bin ich eigentlich durch. Warte mal, was haben wir denn hier? Gesundheit herstellen. Lange auf Kosten von Entschlossenheit eine mittlere Gesundheitsmenge zurück. Rette dich vor dem Tod, wenn du verwundet bist. Ist vielleicht gar nicht mal falsch. Herausfordern Serie. Nee. Was haben wir hier? Meister des Kettenattacks. Ja, kann man mal machen. Drei zugleich töte. Weitreichendes Gehör. Ja, why not? Das war's mit meinen Fähigkeitspunkten.
Also das gehört jetzt nicht zur Legende, das ist eher so ein Außenposten. Aber vielleicht finden wir hier Vorräte oder sowas. Die haben uns bestimmt eh nur von irgendwelchen armen Tropfen geklaut. Also können wir es auch an uns nehmen. Und was machst du gerade Feines, Janni Boy? Ich bin gerade dabei, an dem Warframe Courier Guide das zu schreiben. Okay. Also MechWeep. Ja, ich habe mal vor ein paar Jahren einen Guide geschrieben, wie man in Warframe bestimmte Couriers bzw. Kurieren, wie auch immer man die nennen will, finden kann. Ja. Und der ist ziemlich beliebt. Na dann. Du musst NKL mit Jan-Chan oder Jan-Senpai ansprechen. Nein. Obwohl. Ich finde es ja schon ziemlich cool, dass deine Rüstung oder die Luft, die du trägst, sie halt auch ordentlich dreckig wird, je nachdem. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt durch Matsch rolle oder so, wird die dreckig. Also das ist ein Detail, wo ich sagen muss, ja, das ist detailverliebt. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir für das Spiel nochmal die PS5-Version geben möchte, weil die grafisch doch ein bisschen hübscher ist. Aber auf der anderen Seite würde mich nochmal 30 Euro kosten, dann hätte ich doch am Ende 60 Euro für das Game hingelegt. Eines der wenigen Spiele, wo es die PS5-Version nicht kostenlos als Upgrade gibt. Das hatte ich bis jetzt, bei fast allen. Bei Forbidden West gab's kostenlose PS5-Version. Bei... Habe ich eine Geschichte, die eure müden Geister wecken wird. Vor Jahrhunderten... Eigentlich bei fast allen, aber ich habe nicht so viele Spiele installiert. Vor Piraten. Mein Herr, gesellt euch zu mir. Ich bin ein bisschen zu nah. Hättet ihr eine interessante Geschichte. Überrascht mich, euch in Asamo zu finden. Wir beide gehen dorthin, wo man uns braucht. Meine Geschichte ist auch für eure Ohren. Na dann, hau mal raus, Mutti Maus. Vor Jahrhunderten war Tadayori Nagao der größte Bogenschütze unserer Insel. Ja, den habe ich schon getroffen. Für seine Weisheit und Treffsicherheit. Glaube ich. Der Kami Hachiman selbst war so beeindruckt, dass er dem Schützen seine Rüstung schenkte. Leicht und stark wie keine sonst. In jener Zeit plagten grausame Piraten die Küste. Sie drohten, die Stadt in der Asamo-Bucht auszulöschen. Die Menschen flohen. Doch Tadayori trat den Piraten allein entgegen, in seiner mythischen Rüstung. Die Piraten stürmten die Stadt. Tadayoris Pfeile durchbohrten sie. Nur wenige überlebten. Doch kein einziger Hieb durchdrang Tadayoris Rüstung. Jahre später starb Tadayori friedlich in seinem Heim. Oh, da habe ich ihn doch nicht getroffen. Verschwand rätselhafterweise. Manche sagen, seine Nachfahren hüten sie noch heute, bis wieder ein Krieger erscheint, um Tsushima erneut zu verteidigen. Die wenigen Schriften über Tadayori, die es noch gibt, beschreiben eine lila Krone, einen Ort nördlich von Asamo, voll mit lila Chrysanthemen, wo Tadayori oft meditiert haben soll. Na dann. Ich will nur die Mongolen aus unserem Zuhause vertreiben. Die Rüstung könnte helfen, wenn sie wirklich so gut ist. Seine Rüstung ist ohnegleichen, mein Herr. Und ich glaube, dass sie noch da draußen ist. Findet die lila Krone. Nord-Asamo. Da war ich doch schon, oder nicht? Kann doch bestimmt schnell reisen, oder?
Ja. Bin so ein bisschen interessant, dass das Spiel, also das Spiel hat doch einige Ladescreens, die, also ein paar. Robin West zum Beispiel hat fast keine. Egal wie weit ich auf der Map reise. Welches Spiel? Horizon Forbidden West hat kaum Ladezeiten auf der PS5. Und Ghost of Tsushima hat ein paar, aber alle sind relativ schnell. Das muss ich der Konsole lassen. Ja, gut. Im PS4 ja teilweise 1,5 Minuten Ladezeit. Klar, es ist der Unterschied zwischen einer NVMe M2 SSD oder der normalen HDD, die Playstations haben. Also die Vierer. Das war ja auch der Grund, warum ich am Überlegen war, ob ich meine alte Playstation noch mit einer SSD gatten sollte. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, nur um die Ladezeiten zu verkürzen, brauche ich das jetzt nicht zwingend. Und hab mir dann einfach eine PS5 gekauft. Weil ich ein kleiner FPS-Junkie geworden bin. Ich hatte schade, dass meine anderen Mittel ein bisschen gering sind. Weil die PS5 soll 120 Hertz geben können, sagt zumindest mein Kollege. Ja, manche spielen, aber aktuell ist es ja, wir hatten ja ewig lange die Debatte, dass die Spielhersteller gesagt haben, 30 FPS sind ausreichend. Mittlerweile sehen es auch viele, Konsolenspieler ein, dass 60 FPS deutlich besser ist als 30, aber diesen Umsprung hatten wir vor nicht allzu langer Zeit, vielleicht vor 5 Jahren oder so, dass die Leute erst gemerkt haben, oh, 60 ist deutlich besser als 30. Ja. Ein absolut merklicher Sprung und davor wurde das ja immer als Mythos abgetan, weil die Leute, weil Kinofilme waren halt 24 FPS, die Leute waren es auch nicht gewohnt, früher die Spiele auf 60 Frames gelaufen sind oder 50 in Europa. Gemälde erhalten. Okay, die Frage ist jetzt nur... Finde auf den auf der Karte gezeichneten Ort. Frage ist nur, wo. Wenn ich wüsste, aber dass es hier in der Nähe wäre, würde ich sagen, ist okay. Also ich habe dir schon zugehört, Jan, aber habe ja auch... Ja, alles gut. Die Problematik an sich ist halt einfach immer, du hast, also früher wusste man schon, 48 Frames pro Minute ist eigentlich das Optimum. Die Filmindustrie hat damals gesagt, oh, schön, gut, ist uns zu teuer, wir machen die Hälfte, deswegen hat sich 24 Frames etabliert. Und haben die Leute das jahrelang einfach, also jahrzehntelang einfach so hingenommen. Dann kamen die Konsolen auf den Markt. Und da hattest du dann eben gesagt, okay, wir haben x Rechenleistung, wir können jetzt entweder die Grafik doppelt so gut machen oder wir können die Framerate doppelt so hoch machen. Eins von beiden. Und die meisten Leute waren 24 Frames oder 30 Frames gewöhnt. Denen war das egal, ob es 30 oder 60 ist. Und dann haben sich halt die ganzen Hersteller gesagt, ja, weißt du was? Wir nehmen die zusätzliche Leistung, um die Grafik aufzubessern. Das verkauft sich besser. Erst jetzt so haben wir so ein bisschen umgeschwungen. Okay, hier ist der verstehe. Hier ist der Schrein. Das bedeutet, ich muss nach Norden. Über die Straße. Das wird wahrscheinlich da unten das Ding sein. Und dann wird da hinten irgendwo eine Höhle sein, wahrscheinlich. Wollen wir mal gucken, ob wir die hinkriegen? Ich weiß, das ist genau das, was euch alle so langweilt, aber ihr wolltet das Spiel sehen und ich habe euch gewarnt, dass ich das auf meine Weise spiele. Und ich mag das einfach so. Ich bin so ein Grinder, was das angeht. Und ich will jetzt diesen Schatz da haben. Auch wenn ich die Rüstung wahrscheinlich nie benutzen werde. Hier in der Nähe muss irgendwo ein Steinmonument sein. Aber auch voller lilaner Blumen.
Die Frage ist jetzt, ob das vielleicht doch hier auf dieser Seite ist. Dann gucke ich nämlich mal hier außen, ob ich da irgendwas finde. Wäre nämlich, glaube ich, wesentlich... Warte mal, das ist der Fluss! Gibt's hier einen Fluss? Sag mal, bin ich blöd? Oder war ich jetzt komplett falsch? Straße oder Fluss? Also hier gibt's auf keinen Fall lilane Blumen. Okay, dann muss ich wieder auf die andere Seite. Der Schrein hat ja nach Norden gezeigt. Okay, das bedeutet, hier gibt's lilane Blumenfeld über ein Waldstück, wo es nichts gibt. Dann soll es eine Straße und oder einen Fluss geben zu weiteren lilanen Blumen. Das bedeutet, es müsste ja dann in dieser Richtung sein. Nee, war schon richtig. Ich muss über den Fluss Richtung Norden. Richtung Norden. Okay. Und ich weiß auch, wo der Fluss ist. Er ist ja auf der Karte schon teilweise eingezeichnet. Nur achten. Ich sehe nicht. Der Fluss müsste doch hier bald in der Nähe sein. Auf jeden Fall muss ich rüber. Da drüben sind auch lilane Blumen. Das bedeutet, wir sind also Hauptstraße ist kein Fluss. Doch, ist ein Fluss. Ich habe aber Glück gehabt, dass der mich nicht entdeckt hat. Ja, bringt nichts, wenn der Rest tot ist, du Lappen. Was? Yeah. Die Legende wächst. Ich glaube, so machen wir wirklich Questfortschritt. Der Held von Tsushima. Maximale Gesundheit erhöht. Geilo. Windglocke? Oh, okay. Seltsame Geräusche locken die Wachen an. Der Brief Furien können von Tsushima. Oder Köder. Gut. Kunai ist voll. Vorräte, ansonsten alles voll. Super. Was haben wir hier? Sammeln. Leder. Gut. Hier sind wir jetzt drüben, wo das Blumenfeld ist. Wir müssen jetzt vor uns gleich ein paar Dingsbums auftauchen. Aber hier ist das Haus. Das bedeutet, es geht in diese Richtung. Und da sind auch die Blumenfelder. Jetzt haben wir noch ein paar Mongolen vor uns. Das Spiel müsste dir doch eigentlich voll gefallen. Du bist hier und machst Mongolen platt. Mir? Ja. Ja, tut's aber nicht. Ja, das. Als Weepshit ist. Ist traurig. Leute in Ruhe, du Arsch! Ihr Lümmel! Los!
So. Habt ihr die Oma mal? Bald seid ihr frei. Meine Familie in Komatsu Schmiede. Ihr habt sie gerettet. Natürlich. Danke. Haben sie euch verletzt? Sie brannten meinen Hof am Fluss. Plotwist, Endgame ist ein Weep. Will es aber nie. Will es. Ihr könnt ihre Männer von den Klippen aus sehen. Aber verstecken und deswegen redet er so schlecht darüber. Ja, das ist doch immer so. Genau. Noch mehr lila Chrysanthemen. Taladioris Blumenfeld. Das sieht schon geil aus mit dem Blumenfeld hier. Ist nur eine blöde Frage, warum will ich es verstecken? Weil du dich wahrscheinlich doch dafür schämst. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Warum gibt es manche Leute, die das Schwulsein verstecken wollen? Weil es heftig stigmatisiert ist und zu richtig krassen Problemen führen kann. Tja, wahrscheinlich hast du 2-3 Leute kennengelernt aus dem Anime-Fansektor, die extrem brutal sind, die extrem bisschen enthusiastischer dahinter sind, als es gesund ist. Und du denkst ja dann einfach, ja, jetzt sind alle so, so will ich nicht sein, aber ich mag das Zeug eigentlich. Und damit will ich mich nicht identifizieren. Zu steil. Es muss einen anderen Weg geben. Ich meine, das ist eigentlich so ziemlich der Grund, warum ich mich damit nicht identifizieren möchte. Also, was ist dein Punkt? Ja, weil du es halt irgendwie extrem schlecht machst die ganze Zeit. Ja. Das stimmt. Ist ja auch extrem schlecht. Das sagst du. Oder willst du zumindest, dass wir das von dir denken? Okay. Mongol. Woher wissen die von diesem Ort? Eine Karte. Ähnlich der von der Lila Krone. Warum ist der hier so leise? Versteht ihr den gut? Wen? Mich? Das Spiel. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist extrem leise. Tadajoris Ruhestätte. Alles auf 100%. Da ist bestimmt schon irgendjemand hat es mitgenommen. Kann ich ihm nicht wenigstens ein bisschen Respekt zollen? Bin ja immerhin auch ein Samurai. Ah, scheinbar nicht. Das sieht doch schon irgendwie nicht nach Ruhestätte, sondern nach Kampfplatz aus. Vor allem, du reflektierst das immer auf alle Menschen. Alle Menschen, die Animes mögen, wären Pedos. Obwohl es nur ein kleiner prozentualer Anteil ist. Und ziemlich oft liest man Anti-Asien-Propaganda von dir. Ja, das ist halt recht. Ja, Jan, wenn du es halt übertrieben, wenn du es dauerhaft übertreibst mit dieser Sache und damit eigentlich nur nerven willst, musst du damit auch rechnen, dass du dementsprechend dir irgendwann die Kritik dazu anhören musst. Das mal scherzhaft irgendwie zu machen, ist eine Sache, aber es dauerhaft zu machen und es nie zu ändern und es immer reinzusteigern, ist halt, ja. Ja. Ich suche gerade einen Warframe-Gegner zu töten, der ziemlich weit weg steht. Untersuche den Friedhof. Na, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier was finden. Ist aber ein schöner Friedhof. So mit den Blumen. Ich würde mich hier wohlfühlen, sag ich ganz ehrlich. Der Fluss der Zeit versiegt. Tadayori hat nun Ruhe. Ein Bogen durchschlägt viele. Untersuche den Friedhof. Bin ich da hier in der richtigen? Ja, eigentlich schon.
Wasserrauschkreuzung, Kampfhaltungsfortschritt, 8x Eisen. Ein wenig Legendenerweiterung. Vielleicht gar nicht verkehrt, aber... Oh, no! Habe ich das gerade wirklich gemacht? Ich habe, glaube ich, gerade die gesamte Mission gebackt. Ja, die wird nicht mehr abzuschließen sein. Cool. Untersuche den Friedhof. Das kann doch nicht der ganze Friedhof sein. Das LOL. Des Nagao-Clans. Tadayoris Clan. Was tut ihr hier? Das habe ich mir gedacht. Ich suche keinen Kampf. Ich bin Jin Sakai, Neffe von Fürst Shimura. Ihr seid ein Lügner und ein Dieb. Verteidigt euch! Ach. Das habe ich mir gedacht. Also in Szene gesetzt sind die Kämpfe schon ein für alle Mal. Es ist wirklich schön. Das müsstest du doch an meinem Schwert sehen. Ich möchte euch nicht töten. Halt! Ihr wagt es, Tadayoris heiligen Boden zu... Ihr beschmutzt Tadayori... Du wolltest kämpfen, du olle Schrapnelle! Ah, der Himmelschlag ist super. Ihr seid nur ein dreckiger Aasgeier! Halt, mein Herr! Ich bin Kaede, letzte des Tadayori-Geschlechts. Ich hörte, die Samurai wären alle tot. Ich hielt euch für einen Plünderer. Ich bin kein Dieb. Doch ich suche die Rüstung eurer Ahnen. Und ihr wäret ihrer würdig, Fürst Sakai. Doch jetzt glaubst du mir! Und sie ist nicht auffindbar? In einer alten Schriftrolle heißt es, Tadayori wacht über die Asamo-Bucht. Auf ewig. Das ist vermutlich ein Hinweis auf das Versteck der Rüstung. Die hat auch eine coole Rüstung. Auf der linken Seite das mit dem Fell. Tadayoris Rüstung machte ihn sehr schnell und ließ ihn tödlich zielen. Tragt sie, um Unschuldige zu schützen, wie auch er einst die Asamo-Bucht beschützte. Aber ein schöner Schauplatz. Doch, wirklich. Gefällt mir. Hinter der Stadt. So, für die YouTuber, macht's gut. Bis zum nächsten Part.